Liebe VfLerin, liebe VfLer, eine Woche ist vergangen nach dem letzten Spiel hier an der Bremer Brücke gegen den 1. FC Magdeburg. Und jetzt wollen wir auf die Saison zurückschauen. Und bei mir ist unser Mannschaftskapitän Marc Haider. Lieber Marc, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, einmal zurückzublicken auf dieses Jahr, so aufregende Jahr. Ja. Erstmal meine erste Frage, eine Woche Urlaub hattest du jetzt. Wie war es für dich? Wie hast du es genossen? Ja, erst die ersten paar Tage natürlich noch so ein bisschen mit dem letzten Spiel zu tun gehabt, weil man da doch anders gerne in den Urlaub gestartet wäre. Aber dann auch relativ schnell Familie, Frau so auf andere Gedanken gebracht und jetzt versucht man die Zeit möglichst zu genießen. Wie machst du das? Also ich habe gesehen, ihr macht viel Sport auch. Ich meine, so kennt man dich ja. Du bist ja selbst mit 36 Jahren, herzlichen Glückwunsch, nachträglich nochmal. Richtig, richtig fit. Ihr macht zusammen Sport auch jeden Tag. Die Kids müssen, glaube ich, noch zur Schule. Wie sieht der Alltag noch aus? Noch ist so, dass die Kinder gerade zur Schule gehen. Und wir so den Vormittag dann für uns gestalten und durchaus auch die ein oder andere Sportstunde mit einbauen. Mhm. Und geht's noch weg dann, wenn die Kids zur Schule gehen? Schaffst du das? Oder? Ja, wir fliegen noch in Urlaub. Wir fliegen zusammen in die Türkei, mussten die Kinder dann aus der Schule befreien. Das regelt meine Frau dann immer, dass da möglichst wenig Schultage draufgehen mit den ganzen Brückentagen und so, die jetzt in den nächsten Wochen anstehen. Sind es dann nicht so viele Tage, die sie fehlen. Aber ich denke, dass für Kinder auch sehr, sehr wichtig ist, dass sie einmal im Jahr mit Papa und Mama zusammen in Urlaub können. Absolut, das sehe ich ganz genauso. Und dann geht es ja auch bald schon wieder los. Da gucken wir gleich nochmal drauf. Aber jetzt gucken wir vielleicht erstmal ein Jahr zurück, wenn wir uns zurück überlegen. Mai 21, ich glaube, letztes Wochenende vor einem Jahr war es, das Spiel gegen Aue, dann die Relegation, dann der Abstieg und dann die totale Leere, die da war, sicherlich auch bei dir. Kannst du dich noch gut zurückerinnern, wie es da war für dich? Ja, das Jahr werde ich natürlich sportlich und auch persönlich nicht so schnell vergessen, weil es für mich ein sportlich sehr, sehr schwieriges Jahr war, weil ich nicht so gesehen wurde, wie ich das selber gerne gehabt hätte, obwohl ich jeden Tag echt alles in die Waagschale geworfen habe, um dem Team auch hätte wahrscheinlich früher helfen können. Das war in dem Jahr leider nicht so. Das habe ich dann aber dann auch mit dem letzten Tag abgeschlossen. War froh, dass sich da noch einiges personell geändert hat und dementsprechend habe ich mir vorgenommen, wie immer Vollgas zu geben und in die neue Saison wieder mit vollem Elan zu starten. Und ich denke, das hat ganz gut geklappt. Das kann man, glaube ich, rückwirkend absolut so sagen. Da gucken wir gleich im Detail nochmal drauf. Aber jetzt nochmal auf die Situation zurück. Neuer Sportdirektor dann, neuer Trainer. Erst war ja der neue Trainer da, glaube ich, dann der neue Sportdirektor. Und dann ging es auch um deinen Vertrag. Marc Haider bleibt. Die Fans haben das sehr gefeiert. Und für dich war es aber direkt so. Du hast gesagt, nee, ich will aber kein Gnadenbrot. Wenn ich bleibe, dann richtig. Genau. Also ich wollte nicht einfach nur irgendwie ein Teil von was sein, aber nicht wirklich mitwirken können. Das war mir extrem wichtig und da hatte ich schon vor der Saison sehr, sehr gute Gespräche mit dem Trainer gehabt und war eigentlich direkt nach den Gesprächen Feuer und Flamme. Und das hat sich in diesem Jahr für mich eigentlich alles nur bestätigt, die Zusammenarbeit mit dem Trainer, mit dem gesamten Trainerteam. Ich meine, Danne war ja auch letztes Jahr dabei, der konnte natürlich auch nicht so ganz viel dafür, aber einfach dieser neue Wind, dieser neue Schwung und das hat mir richtig Spaß gemacht und hat mich direkt überzeugt, weiterzumachen. Und du hast den Trainer ja auch überzeugt, der hat dir auch direkt dann die Rolle des Kapitäns gegeben. Wie wichtig war das dann für dich auch in der Vorbereitung, dann zu wissen, okay, Marc Haider ist der prägende Teil dieser Mannschaft, diese ganzen jungen Spieler, die auch gekommen sind aus der Regionalliga, da auch mit zu formen. Ja, gut, das war ja nicht von Anfang an klar. In der Vorbereitung wusste ich ja nicht von Anfang an, dass ich wieder Kapitän sein darf. Das hat sich ja in der Vorbereitung dann so entwickelt. Und jeder weiß, wie wichtig das für mich ist und wie schön das für mich ist, Kapitän dieser Mannschaft zu sein oder für den Verein Kapitän zu sein und den Verein auch irgendwo zu repräsentieren. Und dementsprechend hat es mich natürlich stolz gemacht, als die Entscheidung dann gefallen ist, die der Trainer mir dann mitgeteilt hat. Und ich glaube, dass ich das Amt auch ganz gut ausführe. Das sehe ich auch so, absolut. Und ich glaube, das sehen auch ganz viele VfL-Fans so. Und wenn wir dann nochmal zurückblicken, dieses Zusammenwachsen der neuen Mannschaft. Ich hatte gerade schon gesagt, es sind so viele neue Spieler auch gekommen, zum Teil aus der Regionalliga, auch ein paar natürlich gestandene, ne, wie Sören Bertram und Andrew Wooten, relativ spät dann dazu gekommen, aber die Ausleihe noch von Opoku, sicherlich auch mit sehr viel Qualität und Erfahrung. Aber es waren auch viele Junge aus der Regionalliga, die es galt, irgendwie einzubinden in diese neue Mannschaft. Wie siehst du da deine Rolle und was tust du eigentlich täglich auch in so einer Vorbereitung dann dafür, dass das am Ende zusammenwächst? Fühlt man das dann, ob das funktioniert und welchen Einfluss man nehmen kann?
Ja, man versucht natürlich gerade auch die Jüngeren oder vielleicht die noch nicht so lange in dem Profigeschäft sind, so ein bisschen darauf vorzubereiten, was alles kommen kann, die guten wie auch die nicht so guten Seiten. Und gerade wenn es da mal nicht so läuft, hatten wir ja auch in der Hinrunde ein paar Phasen, wo dann das ein oder andere Spiel verloren ging, dass man dann halt nicht die Konzentration verliert, dass man, wenn man mal ein nicht so schlechtes Spiel gemacht hat, was ja durchaus dann auch in den ersten Jahren häufiger mal der Fall sein wird, dass nicht immer alles glatt läuft, so wie man sich das gerne oder wie man sich das vorstellt, ist ja auch ganz klar. Und ja, immer irgendwo eine Stütze zu sein, wie der Trainer und das Trainerteam daneben auch. Aber dann würde ich sagen, bin ich ja noch näher am Team dran und sehe dann in der Kabine, wenn es dem einen oder anderen gerade nicht so gut geht, dass man da versucht, so ein bisschen aufbauend ja, das Ganze zu begleiten und ja, irgendwo auch einfach da zu sein für die Jungs. Das heißt, du gehst dann wirklich dahin in der Kabine. Also ich nehme jetzt mal als Beispiel zum Beispiel Felix Siegel. Da habe ich extrem gesehen, dass du auch gewirkt hast, als diese Phase war, wo er noch nicht getroffen hat. Und da habe ich gemerkt bei dem ersten Treffer, wie sehr du dich auch mitgefreut hast, weil du gesagt hast, hey, ich bin da auch so ein bisschen sparring. Ne? Ich weiß auch, wie er sich fühlt, wenn mal so Phasen da sind, wenn man sich ja auf dem Platz zwar gut präsentiert, ja, aber es am Ende nicht klappt. Wie läuft es dann? Sprichst du mit denen und wirkst immer wieder drauf ein? Rufen, ja, die dich an oder wie, naja, darf ich mir das vorstellen? Anrufen jetzt nicht, aber schreiben natürlich, ja, ab und zu. Felix immer wieder gesagt, das ist einfach nicht sein darf, dass man sich irgendwie ja, verkriecht oder den Kopf in den Sand steckt, dass man immer weitermachen muss, wie du das gerade schon gesagt hast. Es gibt immer wieder die Phasen, es kann nicht immer alles rund laufen. Und er hat einfach nicht aufgehört, hat immer weitergemacht und sich dann auch irgendwann belohnt. Und ich glaube, das habe ich auch schon immer gezeigt, dass ich mich auch sehr gut für andere Leute freuen kann. Gerade wenn es der Mannschaft dann weiterhilft, ist im Prinzip ja auch wurscht, wer den Ball dann über die Linie drückt. Und dementsprechend freue ich mich für jeden, aber in dem Moment, na klar, war es für ihn natürlich auch wichtig, ein Brustlöser, und dann ist die Freude natürlich riesig. Das macht ja auch einen guten Kapitän aus, dass du dich natürlich auch für die gesamte Mannschaft natürlich mitfreust. Genau, wenn wir dann nochmal zurückblicken so auf die, ja, auf den Saisonstart. Das erste Spiel dann ausgefallen, ihr wart sicherlich sehr, sehr heiß, gegen Duisburg aufzulaufen, dann wird es abgesagt und dann dieses Spiel in Saarbrücken. Ich weiß nicht, kannst du dich noch daran erinnern? Dieser Start mit der roten Karte, ja, nach 3 Minuten. Ich kann sagen, auf der Tribüne habe ich gedacht, was ist das denn? Wie geht denn diese Saison jetzt schon wieder los? Wie ging es dir da auf dem Platz? Ja, erstmal mit dem ersten Spiel, was abgesagt wurde, war natürlich für uns alle extrem enttäuschend, weil du arbeitest dann diese 6 Wochen echt sehr, sehr hart, um dann endlich auch irgendwann loszulegen. Ja. Hat uns allen nicht gut gefallen, aber es ist dann so, wie es ist. Und dann mussten wir den Fokus auf das nächste Spiel legen, was dann ja alles andere als gut angefangen ist, wenn man ehrlich ist. Aber wie wir das dann in dem ersten Spiel dann als Mannschaft schon gewuppt haben, das war schon enorm, war geil zu sehen und hat auch richtig, richtig Spaß gemacht. Und das gibt einem so ein bisschen dann noch Rückenwind. Ne? Ich finde, ich habe auf der Tribüne so gemerkt, okay, dieser Spirit dieser Mannschaft ist irgendwie da in dem Moment. Ne? Diese rote Karte, ja, dann auf einmal zu 10, dann die beiden Treffer. Das war ja irgendwie echt cool, dann auch mit so einem Gefühl nach Hause zu fahren und zu starten, merkt man dann, okay, das, was ich in der Vorbereitung gesät habe, das ernten wir jetzt so langsam, das kann was werden in dieser Saison? Ja, in erster Linie muss man ja erstmal sagen, dass du das dann überhaupt noch irgendwie so mit diesen ganzen Umständen und Widerständen, die dann in dem Spiel stattgefunden haben, dass du das noch gebogen kriegst, war natürlich sensationell. Und na klar, löst das dann irgendwas in einem aus, denkt man, wie geil das war, wie jeder für den anderen gefightet hat. Und ja, dann geht das schon in die richtige Richtung, so wie man sich das vorstellt auf jeden Fall. Ja, dann kann ich mich noch erinnern an DFB-Pokal hier zu Hause gegen Werder Bremen, sicherlich auch eins der Highlight-Spiele, dann direkt das 2-0. Vor dem Spiel war eine totale Überzeugung, fand ich, auf den Rängen, das machen die Jungs. Das machen die auf jeden Fall. Und dann war es auf dem Platz auch so spürbar, obwohl es auf dem Feld doch einfach dann enger war. Wie war das so für dich da? Ja, war auch ein absolut geiles Spiel. Ist immer cool, wenn man größere Mannschaften hier begrüßen darf. Und dementsprechend, ja, waren wir natürlich auch motiviert, bis in die letzte Haarspitze, und haben uns auch vorgenommen, dieses Spiel irgendwie zu reißen, und im Endeffekt haben wir es auch geschafft, und das geht dann eben gegen solche Mannschaften auch nur mit dem absoluten Spirit eines Teams, und ja, das haben wir ganz gut auf den Platz gebracht. Das hast du gut zusammengefasst, genau. Dann werden wir die Hinrunde mal so Revue passieren lassen. Am Ende Platz 9 nach der Hinrunde, 26 Punkte. Zur Winterpause dann natürlich das Ausscheiden aus dem DFB-Pokal gegen Freiburg, auch ein totales Highlight-Spiel, wie ich fand. Wie war so die Hinrunde dann im Winter? Also wenn du dann in die Winterpause gehst und denkst, okay, Platz 9, 26 Punkte, gefühlt waren wir eigentlich besser. Denkt man dann, okay, jetzt greifen wir in der Rückrunde nochmal so richtig an? Oder warst du erstens so, dass du gesagt hast, nee, ich bin eigentlich total zufrieden, dass wir uns so als Mannschaft gefunden haben nach dem Abstieg?
Ja, man muss sagen, dadurch, dass schon wieder ein sehr, sehr großer Umbruch stattgefunden hat, kann man irgendwo zufrieden sein mit dem, wie es dann im Endeffekt gelaufen ist. Trotz alledem ist natürlich so, dass wenn man die Spiele Revue passieren lässt, dass auch das ein oder andere Spiel dabei gewesen ist, was man nicht unbedingt hätte verlieren müssen oder sogar hätte gewinnen müssen. Dementsprechend, ja, guckt man schon so ein bisschen drauf, ja, hätte man das da vielleicht ein bisschen anders gemacht, hätte man vielleicht auch weiter oben stehen können. Nichtsdestotrotz ist es eine sehr, sehr unerfahrene Mannschaft gewesen, wo man auch einfach sagen muss, dass das Ganze ein bisschen Zeit braucht. Und was dann in der Rückrunde daraus geworden ist, denke ich, zeigt die Entwicklung, die wir dann eingeschlagen haben. Und dementsprechend ist man mit der Saison komplett natürlich nicht zufrieden, aber muss irgendwo zufrieden sein mit den ganzen Umständen, wie es dann im Sommer stattgefunden ist. Du spielst da sicherlich wahrscheinlich auch auf die Heimniederlagen an in der Hinrunde. Also ich denke jetzt gerade so an Zwickau, das 0-1 oder wie in Wiesbaden, unglücklich verloren, Freiburg 2 in der Hinrunde jetzt erstmal. Ja. Das sind sicherlich so die Spiele, die dir da gerade im Kopf hochkommen, wo du sagst, da hätten wir es einfach besser machen müssen. Definitiv. Duisburg war ja auch noch Spiel. Das sind so Spiele, die man hätte gewinnen müssen wahrscheinlich, was dann eben nicht passiert ist, haben trotzdem nicht aufgehört, haben immer weitergemacht, sind auch irgendwo immer auf Tuchfühlung geblieben, auch wenn das dann jetzt nach der Hinserie dann irgendwie nur der 9. Platz war, war es von den Punkten nach oben, glaube ich, nicht allzu viel. Mhm. Und dementsprechend haben wir uns in der Winterpause auch nochmal eingeschworen, haben noch ein paar Sachen ja vielleicht verfeinert, verbessert. Und so sieht man ja auch, wie die Spieler peu à peu immer besser reinkommen. Und das ist dann auch irgendwo schön zu sehen und zu begleiten. Absolut. Du hast es gerade angesprochen, dann kam die Rückrunde. Ich weiß, dass der ein oder andere VfL-Fan in der Winterpause gezuckt hat und gesagt hat, oh, Rückrundenstart war die letzten Jahre jetzt immer nicht so cool hier beim VfL. Also gerade der Jahresstart war immer echt durchwachsen und der ein oder andere hatte echt Angst, wo es dann hingeht. Und dann habt ihr diese Bombenrückrunde gestartet mit den ganzen Siegen am Stück. Und am Ende steht Platz 5 in der Rückrundentabelle, 32 Punkte. Sicherlich die Niederlagen am Ende, da können wir nochmal drüber sprechen, die es dann gekostet hat. Aber das war ja eine Bombenentwicklung, genau auch von der Entwicklung, wo du es gerade gesagt hast. Kriegt man dann während der Rückrunde so das Gefühl, da geht jetzt wirklich mehr? Da müssen wir jetzt irgendwie dranbleiben. Wann ist dann der Wille da zu sagen, hey, eigentlich gucken wir auch wirklich auf die Plätze 1 bis 3 jetzt? Ja gut, der Wille ist immer da. Wenn du die Spiele gewinnst, dann weißt du, dass du immer weiter oben ranrückst und das natürlich auch willst. Ich meine, wir sind alle Sportler, wir sind alle Fußballer geworden oder generell Sportler geworden, um Spiele zu gewinnen. Das macht das Spiel aus. Das ist das Schönste, dann zusammen mit den Fans die Siege zu bejubeln. Und dementsprechend ist jetzt egal, ob ich dann irgendwie 9. stehe oder 9. bin nach der Hinserie. Ich will die Rückrunde so gestalten, dass ich möglichst viele Spiele gewinne. Und so sind wir in jedes Spiel reingegangen und sind mehr oder weniger zum Schluss dann von Endspiel zu Endspiel zu Endspiel zu Endspiel, weil wir immer wieder gewinnen mussten, um dran zu bleiben. Und das haben wir ganz, ganz lange geschafft. Und dann war irgendwann die Luft raus. Irgendwann war die Luft raus, ja. Du hast es gesagt. Und wenn ich es mir angucke, ihr habt ja nur gegen 3 Mannschaften 2-mal verloren in dieser Saison. Davon 2 vielleicht Aufsteiger. Also Magdeburg steht ja fest. Lautern spielt noch um den Aufstieg in der Relegation mit dem Rückspiel. Und Freiburg 2. Da erinnern wir uns dann sicherlich auch an diese schmerzhafte Auswärtsniederlage, wo du ja gar nicht dabei warst. Kann man da im Nachhinein sagen, dass so das Spiel in Halle so ein bisschen der Break eigentlich war, das 3-3, wo ihr die beiden Tore da ja relativ spät noch bekommt zum Ausgleich bei einem eigentlich schon sicher geglaubten 3-Punkte-Spiel? Ja, sicher glauben darf man sowas nie, aber das ist halt genau das, was dann passiert, dass vielleicht irgendwo einen Meter zu wenig gemacht wird und wo noch 5 Minuten ungefähr zu spielen sind, das darf einfach nicht passieren, ist uns leider passiert, ist wahrscheinlich dann auch der Entwicklung geschuldet, tut natürlich trotzdem sehr, sehr weh, weil du die 3 Punkte quasi schon im Sack hattest und dann schmeißt du sie doch wieder weg. Und dementsprechend lernen wir daraus. War nicht das, was wir wollten. Aber so what, geht weiter. Geht weiter, ja. Nach der Saison ist vor der Saison, ne? Sag ich auch tatsächlich immer. Aber ist so. Ist so. Wir stehen ja morgens auf, um zu gewinnen. Deswegen machen wir weiter, sehe ich genauso. Aber jetzt nochmal rückblickend auf die vielleicht auch Kaderzusammenstellung im Hinblick auch vielleicht schon auf die neue Saison. Wo sagst du,
Also wenn man Amir Chabozadeh fragt, der sagte dann, ja, es ist sicherlich auch eine gewisse Qualität in der Breite, die uns da gefehlt hat, weil wir echt viele Ausfälle zu verkraften hatten. Ja. Also genau eigentlich die Achse, auch der, die geblieben sind mit Eule Bärmann, der verletzt ausgefallen ist, im Sheriff im Mittelfeld, dir vorne, du hast ja auch dann ein, zwei Ausfälle, ausgefallene Spiele. Ist das dann am Ende so, dass man sagt, da muss eigentlich in der neuen Saison nochmal in der Breite, in der Qualität vielleicht nochmal was passieren, um dann in solchen Phasen einfach ja, besser durchhalten zu können? So wie du sagst, genau solche entscheidenden Phasen und dann so entscheidende Spieler, die einem dann nicht zur Verfügung stehen, ist natürlich erstmal für die Truppe, weil die sich auch irgendwo dann an dem Eule, klar, der immer für jeden da ist, auch außerhalb des Platzes für jeden Spaß zu haben, ist Soli, der immer vorweg marschiert, sind natürlich Typen, die dann auf dem Platz fehlen. Und ja, es ist extrem bitter, dass sie ausgefallen ist, aber es ist nun mal so, dass es immer wieder passieren kann. Aber das macht das Ganze dann natürlich um Weiten schwerer, das Ganze so am Laufen zu halten, wenn so zwei wichtige Spieler irgendwie wegbrechen. Absolut, absolut. Wenn du jetzt nochmal so zurücküberlegst, so Highlight-Spiele in der Saison, wir haben jetzt über einige Partien auch schon gesprochen, was sind so deine Highlight-Spiele in der abgelaufenen Saison? Vielleicht die Derby-Siege, also sicherlich für den einen oder anderen VfL-Fan die absoluten Highlights, die beiden 1:0 gegen den SV Meppen in dem Jahr, zwei Unentschieden gegen Braunschweig, sicherlich auch nicht zu verachten, die am Ende ja aufgestiegen sind. Gibt es so persönliche Highlight-Spiele? Siege gegen Meppen schmecken natürlich immer ganz gut. Ich glaube, da geht es nicht nur mir so, sondern vielen anderen auch. Natürlich die DFB-Pokalspiele, die sehr cool sind. Ich fand auch, das Ergebnis hat es nicht wieder gespiegelt, aber das Spiel, was wir in Magdeburg gespielt haben, war sehr, sehr ordentlich. Aber es waren viele Spiele dabei, die Spaß gemacht haben. Aber vorwegzunehmen sind natürlich immer die Derbys, wo natürlich extrem viel Feuer drin ist, wo die Zuschauer natürlich auch für sorgen. Alles immer in einem sportlichen Rahmen. Aber ja, dieses Feuer ist irgendwie ganz geil bei den Spielen. Das ist schon so. Das stimmt. Das geht den Fans ja auch so. Da muss ich dich natürlich auch nochmal, oder darf ich dich fragen nach deinen Treffern. Also 11 Treffer hast du, glaube ich, gemacht in diesem Jahr. Auch mit der sportlich an der erfolgreichsten Saison, die 6. jetzt vom VfL. Was war so dein Lieblingstor? Die Fans haben sich ja entschieden für das Tor gegen Viktoria Köln, glaube ich. Was war dein Lieblingstreffer in diesem Jahr? Ja, genau das andere gegen Fair. Weil ich eigentlich schon darum gebeten habe, dass Trainer mich runternimmt, weil ich mir irgendwie in der Wade ein bisschen einen kleinen Muskelfaserriss eingezogen habe und ich eigentlich gar nicht mehr laufen konnte. Dann hat der Wechsel stattgefunden und wurde die falsche Nummer hochgehalten. Im Nachhinein war es, glaube ich, ganz gut. War gut, ja. Aber ich hätte auch nicht mehr viel machen können, außer da stehen. Und zum Glück stand ich goldrichtig und konnte das Ding dann über die Linie drücken. Die Jungs, Trapo, Sese spielen super aus und ich vollende dann. So kommen die Tore zustande. Du bist dann der Glückliche, der da steht und das Ding reindrücken kann. Aber es ist halt viel mehr als das, sind auch die Jungs, die halt die ganzen Tore immer vorbereiten. Und sowas zeichnet dann eine Mannschaft aus und freut mich dann natürlich. Ja, nochmal sagen, 85. Minute Siegtreffer übrigens, das 3:2, nicht zu vergessen. Also das Stadion stand Kopf, da erinnere ich mich auch noch genau dran. Deswegen kann ich das nachvollziehen, dass es auch für dich so der Highlight-Treffer war in diesem Jahr, genau. Ja, dann gucken wir vielleicht nach vorne jetzt, ganz wichtig. Neue Saison steht an, aber erstmal für dich natürlich noch Urlaub, haben wir gerade schon drüber gesprochen. Die 7. Saison für dich beim VfL mit 36 Jahren, ich glaube, das darf man sagen. Und das war das ein oder andere Spiel, wo du auch laufstärkster Spieler warst mit 10, 11, 12 Kilometern, die du da abgerissen hast. Immer noch mal einen Sprint angesetzt auf den Torwart. Ja, die ultimativen Fitness-Tipps müssen wir uns jetzt von dir eigentlich holen, für alle. Ja. Wie bitte bleibst du so fit und gibt's noch ein paar Jahre? Also was ist dein Ziel am Ende? Ja, laufstärkster Spieler zu werden, ist natürlich als Stürmer auch immer nicht ganz so leicht. Da hast du die Spieler im Mittelfeld, die auch immer von A nach B laufen. Aber trotzdem, wenn man nah dabei ist, ist das für mich auch ganz schön. Wie bleibt man fit? Indem man einfach immer weitermacht, sich nicht zu viele Auszeiten nimmt. Jetzt klar, muss man einmal komplett runterfahren. Wobei komplett ist auch, ich laufe gerade nicht so viel, da spare ich mir dann für die neue Saison auf. Okay. Ich mache eher dann so, ganz normal ein bisschen Krafttraining, die Sachen, wo man dann sonst vielleicht nicht ganz so viel Zeit für hat. Und dann geht es ja am 4. auch schon wieder mit den individuellen Läufen los. Haben wir von Mathis, danke Mathis an dieser Stelle für diese wunderbaren Pläne, wo ich mich natürlich immer sehr drüber freue, dass wir die mit in Urlaub nehmen können. Mhm. Wo wir dann natürlich auch eine Uhr mitbekommen, dass das auch alles abgecheckt wird.
Es geht so cool, aber das gehört zum Geschäft dazu und irgendwo macht man es auch gerne, weil wenn man dann so 2 Wochen gar nichts gemacht hat, dann fangen die Beine schon an, so ein bisschen hibbelig zu werden und dann bin ich auch eigentlich schon wieder heiß loszulegen und freue mich dann auf das, was kommt. Also können wir dich demnächst Tom Brady der dritten Liga nennen, oder? Ja, ob ich das so lange schaffe, weiß ich nicht, aber der steht ja auch wesentlich mehr herum als ich nur. Das stimmt. Und das kann ich mir bei dir auch absolut nicht vorstellen, eigentlich, dass du so das Spiel angehst. Nee, ich glaube, das ist auch nicht ganz meins. Das ist auch gut so, wenn die jungen Spieler, die alle kommen, dann auch sich angucken, wie Cheffe vorne die Kilometer abreißen. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig für die Dynamik. Ja. Was wünschst du dir denn im Hinblick auf die Mannschaftszusammenstellung jetzt? Ne? Das ist jetzt die heiße Phase, wir haben schon einige Neuverpflichtungen gesehen. Was wünschst du dir für die Zusammenstellung des Kaders, für die Jungs, von den Typen her natürlich und auch vielleicht für die Position? Ja, gerne wieder neue, hungrige Spieler. Ich weiß, dass der Markt für den VfL auch nicht ganz so leicht ist, wenn es dann um die finanziellen Sachen geht. Aber trotz alledem sieht man ja auch bei den Neuverpflichtungen, die kommen immer hin, weil die hier was sehen. Gerade was die Fans, was die Brücke angeht, das freut einen selber natürlich zu hören, weil man weiß, dass es dann über Osnabrück hinaus doch eine Strahlweite hat, die wir hier geben oder mitgeben. Und wenn dann solche Jungs sich dazu entscheiden, glaube ich schon, dass sie richtig Bock haben auf die Spiele. Und es muss nicht immer alt sein, es kann auch jung sein und einfach heiß sein. Und dann werden die Amir und Trainer schon die nötigen Spieler finden oder die Spieler, die wir brauchen, um den Kader vernünftig aufzustellen. Und ich werde dann am 16. wieder hier aufdribbeln und versuchen, das Beste mit dem, was die dann zusammengestellt haben, draus zu machen. Da gehe ich von aus, dass du dann die entsprechenden Ansagen machst an der entsprechenden Stelle, also entweder im Wording oder halt auf dem Platz. Das setzt ja auch deutliche Zeichen, wie man sich dann zu verhalten hat. Ich wünsche dir auf jeden Fall schon mal ganz viel Spaß dabei. Ich bedanke mich ganz herzlich, Marc, dass du dir die Zeit genommen hast, uns nochmal mit uns zurückzublicken auf die spannende Saison. Wir freuen uns unfassbar, dass du bei uns bleibst, dass wir noch eine Saison mit dir hier erleben dürfen. Mindestens eine haben wir ja jetzt gehört. Ja. Ne? Wir gucken mal, was da noch so kommt. Und ja, das letzte Wort obliegt natürlich dir. Du darfst natürlich noch mal gerne ein Wort an unsere Fans und Zuschauer richten. Und ich bedanke mich und wünsche dir und deiner Familie einen ganz, ganz, ganz tollen Urlaub auf jeden Fall. Ja, vielen Dank erstmal dafür. Und dann bleibt mir natürlich auch nichts, als zu sagen, dass die Saison damit jetzt abgehakt ist. Wir nach vorne schauen. Volle Kraft voraus. Wir brauchen jeden Einzelnen. Wir freuen uns auf die neuen Spieler und dann wollen wir was richtig Geiles entwickeln und eine sehr, sehr geile neue Saison spielen. Bis dahin. Ciao. Ciao.